Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 8. September. Kann auch ein Mensch seine Haut wandeln oder ein Parder, also Leopard, seine Flecken? So könnt ihr auch Gutes tun, die ihr des Bösen gewohnt seid. Jeremia 13, Vers 23. Wussten wir eigentlich schon, dass solche Wahrheiten in der Bibel stehen? Die meisten Menschen sind doch überzeugt, die Bibel sage, man solle Gutes tun und es sei gut, sich zu bessern. Und nun steht hier der aufregende Satz, dass wir uns gar nicht bessern oder ändern können. Ein Mensch kann mit dem besten Willen seine Farbe nicht ändern. Und ein Leopard kann sein Fell nicht ändern. So wenig, sagt hier Gottes Wort, können wir uns ändern. Ist das wirklich wahr? Nun, wir haben doch alle schon versucht, anders zu werden. Unser Weg ist ja gesäumt von guten Vorsätzen, die gebrochen wurden. Wir sind Menschen, die ihre Haut nicht wandeln können. Aber, und das ist die andere Seite der Botschaft, Gott kann uns ändern. Gott hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen, damit wir mit Jesus unserem alten Wesen absterben. Gott hat den Heiligen Geist geschenkt, damit er uns von Grund auf umwandle. Jesus hat nicht gesagt, du musst dich ändern, sondern ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus sagt nicht, du musst dich selbst anders machen, sondern siehe, ich mache alles neu. Ich war einst fast gelähmt von einem Ischias-Leiden. Ich ging gekrümmt und konnte mir selbst nicht mehr helfen. Da fuhr ich in das Bad Oeynhausen. Ich musste mich nur still hineinlegen in das heilende Wasser und wurde gesund. So dürfen es die machen, die merken, mein Leben müsste anders sein. Man muss sich nur recht hingeben dem, der alles neu macht. Herr, heile du mich, so werde ich heil. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.